ein knuspriger Karamellüberzug im Gesicht bei Let's Play Dark Souls. Diejenigen, die aufgepasst haben, werden festgestellt haben, ich habe mich offscreen zurück runter nach Schandstadt gemacht, um durch den Kokon, der sich hier Quelaxphäre nennt, in die tieferen und wärmeren Gefilde hinunter hinabzusteigen, mein weiteres Leuchtfeuerchen aufzuzünden, abzuzünden. Und hinten seht ihr schon mein Ziel. Es hat einen Tentakel, ein Treiporno-Flammenmonster. Und ja, ich habe mir gedacht, da The Mr. Red Hair grüßt an dieser Stelle und herzlichen Dank für das Feedback und vielen Dank für die Nachricht, lieber SX-Sniper-Ghost-26 zum Thema oder so ähnlich. Gleich mal nachgucken. Offscreen natürlich. Vielleicht mache ich dazwischen den Ton, wenn ich mich denn noch rechtzeitig dran erinnere. Ah Gott, wann war das, als ich die gestrige Aufnahme gemacht habe und mir Bluetooth 92 eine Nachricht geschrieben habe, habe ich das total vergessen. Deswegen entschuldige, dass ich dir erst viel zu spät geantwortet habe. So. Ja, da das quasi das einzige Feedback ist, was ich bekommen habe, habe ich mir überlegt, dass ich, bevor ich in die Katakomben steige, versuche ich es doch glatt mal mit der Glut, die zu holen, damit ich, ja, meinen Weg, also meine armen kleinen Knöcherchen, Füßchen, die in der letzten Folge von einem fetten Schokobo plattgemanscht worden sind, ein wenig schone, indem ich, ja, direkt auch die Glut dort abliefere. In der Hoffnung, dass das hier mit dem Quick-Kill funktioniert. Das habe ich auch schon mal anders hingekriegt. So, ansonsten habe ich mir gedacht, ich tausche mal die neuen Kleider. Weil ihr habt ja alle geschrieben. Och, du hast so, findest so viele Rüstungen hier in dem Spiel. Grüß dich. Du findest so viele Rüstungen hier in dem Spiel. Da solltest du die auch mal wechseln, dass man ein bisschen was davon sieht. Und außerdem, was sollte überhaupt die Meckerei? Schulterfreie Rüstung. Du siehst aus wie ein Barbar und nicht mehr wie ein Kleriker. Wer hätte mir noch gesagt, ich darf jede Rüstung benutzen, außer die ganz, ganz fetten. Zumindest partiell. Okay. Schmeiß dein. Super, das sieht man so schlecht. Hoffentlich lebe ich. Hoffentlich lebe ich. Hoffentlich lebe ich. Hoffentlich lebe ich. Noch zumindest. Okay. Mal sehen, ob es mit dem Quick-Kill funktioniert, weil, das hatte ich ja schon in einer anderen Folge gesagt, der Standard-Kill ist langweilig. Ist noch nicht mal spannend. Es wird gerade ganz schön heiß hinter mir, glaube ich. Oh, er ist schon wieder gestorben. Höchstens, wenn ich es denn in der Ausführung nicht hinkriege. Weil ich verstecke mich hinter einem Berg und versuche andauernd zu triggern, dass der Typ seinen Angriff macht und dann hau ich auf sein Pfötchen. Wenn man das denn so nennen kann. Auf sein Tentakel-Tentakel-Porno-Ausführungs-Körperteil. So. Ja, wir dürfen uns auch ein Stückchen schneller bewegen. Jetzt, wo ich hier bin, dürfen wir das. So, ich nehme die Waffe mal in eine Hand. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch einwandfrei. Ich habe das nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Und auch wenn ich es bei meinem ersten Mal gemacht habe, auch den Quick-Kill. Oh, das macht ja auch doch gar nicht mal so wenig Schaden. Aber auch egal. Ich meine, der Kampf, der dauert ewig, wenn ich ihn auf Standard-Art und Weise mache, auf die normale Art und Weise. Und ist, wie gesagt, nicht spannend. Wir haben noch andere Dinge zu erledigen in diesem Video. So, mach den Weg frei. Dankeschön. Wobei, ich sollte... Ach ja, Cutscene. Und ich werde mir nicht die Chaos-Glut holen. Ah, ich benutze keine Chaos... Vielleicht hole ich sie mir. Irgendwann mal. Später, viel später. Aber ich bin einfach nicht derjenige, der Chaoswaffen benutzt. Gibt es bei euch jemanden, der Chaoswaffen gern und häufig benutzt? Lohnt sich das im Vergleich zu Standardwaffen? Das finde ich, haben sie hier beim Spiel vielleicht nicht ganz so gut hingekriegt. Das Balancing möchte ich es jetzt mal nennen. So, und ich werde Risikoman machen. Ich werde... mit dieser Waffe hier im Gepäck und auch nicht mit Schild. Ich glaube, der Schild wird mir eh nichts bringen, zumindest der, den ich gerade bei mir trage. Bei den Gegnern, die mich jetzt erwarten, aufmerksame Zuschauer werden das Gesicht wiedererkennen. Und nein, es ist nicht irgendwann mal auf eine Milchtüte angebracht worden. Mit dem Hinweis, verloren, geglaubt, bitte finden Sie es wieder. Ziegendämon entlaufen. Okay, wir gehen mal ein bisschen entlang. Nein, die Chaosglut ist doch... Das war doch die Chaos... Ich verwechsel die doch jetzt hoffentlich nicht, ne? Nicht, dass hier die Feuerglut im Feuer liegt. Das würde ja Sinn machen, schließlich. Und nicht die Chaosglut, wie ich es gerade habe. Aber ich weiß nicht. Chaoswaffen noch nie benutzt, außer vielleicht dieses Quelaq-Feuermesser. Nein, nicht in den Fre... Doch, gerne in den...
Frei. Du darfst gerne in den Freitod. Na, aber bitte in die andere Richtung. Ach Gott, ich sollte nicht so kämpfen, wie ich gerade. Kann ich dich nochmal triggern, dass du springst? Oh, das ist ein Schatz, den nehme ich doch gleich. Mit! Ui! Wenn ich wüsste, dass ich. Uscha! Und. Nein! Oh, was zum? Ich habe ihn einmal gehauen und dann. Ugh! Du hältst ja gar nichts aus, oder was? Nein! Was ist das? Aber auch nie hinkriege. Was? Wow! Das ist ja. Geht's noch einfacher, oder was? Und nicht mal mehr in die Hosen. Ich hau den einmal kurz an. Ups! Ist ja fast so, als würde Rocky gegen Mr. T kämpfen. Mr. T würde bei einem kleinen Hieb gerade schon. Oh! Das habe ich jetzt aber gemerkt, habe ich jetzt. Ist ja so, als würde ich im Flieger sitzen. Kennt niemand noch Mr. T? Ich habe mal die Biografie von ihm durchgelesen. Nicht hier. Das heißt durchgelesen. Den Wikipedia-Eintrag. Und ihn fand ich gut, aber ich habe keine Ahnung, was drin stand. Ich fand damals auch die Zeichentrickserie toll und. Und Hulk Hogan! Auf jeden Fall Hulk. Ach, wisst ihr was? Ich benutze die Abkürz. Ja, genau, ich benutze die. Habe ich den Schatz? Nee, den Schatz habe ich risikomäßig genommen, nicht wahr? Ja, ich benutze die Abkürzung. Direkt vor des Gegners Mäulchen. So, jetzt gucken wir mal, was mein Blitzspeer gegen diese Viecher hier macht. Oh, er trifft zu. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Oh, ich hatte schon gedacht, das bringt nicht viel. Und jetzt noch ein Standardschlag. Nein. Ich habe Seelen. Ich hatte Seelen. Oh, ich habe echt gedacht. Oh mein Gott. Hölle. Und da sagt man mir, ich soll in Lebenspunkte investieren. Das reicht doch dicke, was ich hier habe. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Wie viele habe ich noch? E-Mail. Drei Lebenspunkte habe ich noch. Ja, nie mehr als nötig, würde ich mal sagen. Ich hatte gerade auch überlegt. Oh Gott, ja, jetzt die Frage. Mehr in Wille, ich kann 2 Punkte in Wille stecken. Was bringt es mir? Eigentlich gar nichts. Wunder wird ein bisschen stärker, aber. Oder? Ich weiß nicht. Ich hatte vorgehabt, eventuell Wille auf 30 jetzt zu bringen, aber ich könnte stattdessen auf Vitalität und Kondition hochsteigern. Und dann würde ich mich nicht gimpen, was einen bestimmten Boss betrifft. Na, wisst ihr was? Risikoman. 30 Wille. 30 Wille. Das steht jetzt auf der Agenda. 30 Wille. Nicht mehr, nicht weniger. Ich will mehr. Nämlich mehr Wille. So, genug Namenspanz. Weiter geht. Dieses komische blinkende Licht da hinten ist übrigens nicht der städtische Dienst oder sowas. Ich mag meinen Knüppel. Ich mag gerade meinen Knüppel, aber sehr mag ich meinen Knüppel. Sondern das zeigt an, Achtung, dies ist, ist ein Hindernis, wo du jetzt nicht so durchkommst, ohne weiteres Zutun deinerseits, auf anderen Wegen. Deswegen gehe ich jetzt hier gerade relativ viel Weg für die Katzen, mehr oder weniger, weil ich das alles später nochmal wieder laufen muss. Wo ich mich allerdings gerade selber frage, wenn ich danach die Katakomben besuche, überlege ich noch zurück oder weiter runter zu gehen, nämlich ins Grabmal der Riesen. Und, vorzeitig an ein tolles Wunder ranzukommen. Das kann ich auch. Und ich treffe dabei sogar, im Gegensatz zu dir, Penner. Und im Grabmal der Riesen habe ich das Problem, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie ich wieder hochkomme. Soll ich denn runterkommen und das überleben? Ganz ehrlich, man rutscht da diese komischen Riesensärge runter und das war's. Kein blassen Schimmer, wirklich nicht. Gibt's da Leitern hoch, einen geheimen Weg oder sowas? Da kenne ich mich wirklich nicht mehr da aus. Ich meine, das bringt ja nichts, wenn ich dann sage, oh, ich gehe jetzt hier runter, um tolle Sachen zu finden. Oh, um tolle Sachen zu finden. Und dann komme ich nicht wieder hoch. Das macht ja nichts. Idiot. Ach Gott, das wird jetzt schwierig. Oder Moment, habe ich noch Zeug zum Werfen? Das würde ich jetzt benutzen sogar. Guck mal kurz nach. Habe ich. Ausgezeichnet. Ist mir völlig egal, was ihr denkt. Ich will einmal an diesem Typen hier vorbei und ich will es nicht mehrfach machen müssen, weil das hier ein sehr enger Weg ist. Obwohl. Aha! Verdammt, mein Stummeldings ist zu stummelig. So, und nochmal. Aha. Weil es kann sein, dass ich mit einem einzigen Treffer sterbe, weil ich hier runterfalle. So. Anti-Stummel! Oh mein Gott, ich sollte.
Ich bin ja nämlich auch. Oh, wow, 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 wow. Das war jetzt aber billig. Das war jetzt extrem billig. Mann, war das billig. Wir sehen uns hier wieder. Okay, genau deswegen mag ich's nicht. Man kann nicht nach. Man kann die Seelen wieder an. Seelen, oh Gott. Auch wenn's billig ist. Ich benutze jetzt das hier. Auch wenn ich mich dadurch ein wenig gimpe, weil wir wollen uns. Oh, oh, shit, 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 shit. Roll weiter. Ui, war das knapp. Und der geht jetzt natürlich wieder nach hinten. Genau, okay. Auch wenn wir uns ein wenig gimpen. Setz hinüber. Gut. Mal sehen, ich brauche 3 Stück für einen. Wobei es auch relativ egal ist, wenn ich es hier nicht mehr wieder lebend zurückschaffe. Auf der anderen Seite. Ich versuche es erstmal mit ein bisschen Durchlauf, weil wir jetzt hier ordentlich in schöne, tolle Fallen reingeraten können. Ah, ich komme hier durch. Und, oh, wenn ich getroffen werde, dann werde ich umgebracht. Nein, was zum? Ich habe keinen Knopf gedrückt. Mein Gott, nochmal. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Nein, no, shit, das hätte ich nicht machen müssen. Das hätte ich anders. Anderweitig besser machen können. Aber egal. So, erstmal. Nein, erstmal das Wichtigste. Der geheime Sch. Oh ja, Gott sei Dank. Es ist die Flammenglut, nicht die Chaosglut. Yes, 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 yes. Gut, 2 Stück da rein. Ich hätte überlegt, ob ich hier jetzt noch rote Brocken farben soll, weil die Viecher hier können sowas fallen lassen. Aber nur den einen Ring und diesen betreffenden tollen Ring. Ach, mal kurzer Stummel. Ich sollte erst was trinken. Wobei, Moment. Obwohl, die werden wahrscheinlich unempfindlich gegenüber Feuer. Nein, sind sie nicht. Sehr gut. Aber ohne die entsprechenden Booster, will ich es jetzt mal nennen, die entsprechenden Booster zum Boost meiner Drop-Rate, wird das wohl nicht werden. Und nochmal eine schwarze Brandbombe hinterher. Das reicht. Das könnte eigentlich schon reichen, um hier durchzukommen. Aber will ich das? Wobei, ich möchte die auch nicht ohne weiteres so bekämpfen. Oder? Keine Ahnung. Ich habe so einen komischen heiligen Knüppel angelegt und werde es mal probieren. Aber habt ihr gesehen, wie es mich vernichten kann, so ein Viech. Vorhin. Und jetzt macht er seinen Spucki-Tornado. Und... Oh oh, wir haben heute Morgen nicht gut gegessen. Und jetzt nochmal. Mein Stummel ist zu kurz. Deswegen mag ich die Keule nicht. Sie ist einfach viel zu kurz. Hilfe. Ich glaube, das Zeug könnte irgendwie meine Ausrüstung kaputt machen, oder? Ansonsten nicht. Eine grüne Scherbe. Ja, es kann auch einen roten Brocken hinterlassen. Ja, nee, roten Brocken, genau. Oder Red Titanite, oder wie es auf Englisch heißt. Ich habe keine Ahnung. So, dich lassen wir jetzt einfach da, weil du bist so völlig... egal. So, wunderbar. Wir haben das hier erlegt. Und das bedeutet, wir wagen jetzt den... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe am Leuchtfeuer gerast. Das war auch gut. Weil sonst käme ich jetzt hier gerade... das hätte ich den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Von Schandstadt aus hier runter. Das Problem ist, ich darf jetzt über die tolle Treppe laufen. Soll ich wieder meinen normalen Knüppel ausrüsten? Obwohl, es ist völlig egal. Ich habe ja noch meinen Blitzspeer, stimmt ja. Ansonsten, ich werde den Weg nach oben, von hier ganz unten nach... Oh, ich kann wieder, glaube ich, ein paar Punkte verteilen. Gucken wir ganz kurz, was es sein wird, Wille. Oh, ja genau, oh, sehr gut, mehr Wille. Ausgezeichnet. Und ich werde es ein bisschen im Zeitraffer machen, den... Aufstieg in der Hoffnung, dass ich nicht sterben werde. Ich sollte, um das zu begünstigen, auch meine Estus-Flakons hier mal auspacken. Und, Moment, nein, nicht meinen Talisman nehmen, sondern den hauen wir nochmal hier so aufs Maul. Zünk. Super, da ist sogar der normale Knüppel. Der Knüppel plus 10 besser als mein Knüppel, Knüppel, ihr wisst schon, der heilige Knüppel hier plus 5. So, in der Hoffnung, dass wir uns oben wiedersehen. Bis gleich. Und ich bin deine Dämonenmachete. Jubel,
Fotomodel Schlankhals, Verschnitt, bin ich wieder da, ohne, beim Aufzug für anspruchsvolle Spieler getötet worden zu sein. Und dann wollen wir zumindest schon mal unseren Weg in die Katakomben noch einmal gehen. Aber dieses Mal ein bisschen anders, also ein bisschen ausführlicher, weil ich jetzt kampfkräftiger bin. Ich habe eine dicke, starke Keule dabei, die heilig aufgeladen ist. Leider nicht wie in Demon's Souls auch Lebenspunkte regeneriert. Ich frage mich, warum sie das weggenommen haben. Weil das war gut. Das war echt gut. Ich fand es auch nicht so überpowered. Es hat mir, ich fand die Klerikerwaffen aus Demon's Souls um so vieles besser als das, was man hier dafür kriegt. Oh Gott, es explodiert. Explodiert noch was? Ich sehe nichts. Steh auf. Jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden wir tatsächlich... Oh ja, zwei Schläge mit der dicken Keule oder mit der nicht ganz so dicken Keule. Das wundert mich, aber wir sind ja auch ein Kleriker. Also wir machen ein bisschen mehr Magieschaden als nicht. Wo kommst du denn her? Aus Nirvanien. Nicht Narnia, Nirvanien. Wobei ich Narnia beide Teile nicht gespielt, gesehen habe. Wobei Spiele gibt es doch tatsächlich auch für. The Mr. Red Hair hatte mir vorgeschlagen, wenn ich unten nochmal in Schandstadt angekommen bin, könnte ich doch die große Lehre aufsuchen, um... nicht so ganz leer zu sein. Nein, um den Ausdauerring mitzunehmen. Danke, dass du auch mal hier wechselst. Ich hab doch den heiligen Knüppel, oder? Ja, komisch, dass die Viecher noch so lange anvisierbar sind. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich hasse die große Leere. Wenn es ein Gebiet... Ich müsste überlegen, was ich mehr hasse. Entweder Lost Isolith oder die große Leere. Weil die so... es ist so lästig, da... Ich werde ja... Ja, stirb doch, danke. Es ist so lästig, da durchzulaufen. Wirklich. Deswegen... Na, ich habe eigentlich genug. Danke, dass ich deine Schüsse nicht sehen kann. Genug Ausdauerregeneration, von daher... Ist... Yeah. Nein, ich hole mir ihn vielleicht später. Oder wollt ihr überhaupt das Gebiet sehen? Lost Isolith und, ach, Quatsch. Das müssen wir ja sowieso sehen. Nein, das Dingens, the Bummens. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach komm, warte, ich komme jetzt gerade auf den Namen. Ich habe es doch gerade eben ausgesprochen. Die große Leere. Und Aschesee. Ich meine, da gibt es ja jetzt ja nicht so viel. Okay, es gibt... Da unten gab es ein Wunder für mich, oder? Aber jetzt keins, wo ich mich wirklich nach verzehren würde. Nun denn. Vielleicht der Vollständigkeit halber. So nenne ich mich Chocobos Paradies. Wo ich nie im Leben in einem Nicht-LP durchlaufen würde. Aber ich würde ja auch nicht die ganzen... Status-Boost-Upgrades mitnehmen, würde ich nicht ein LP draus machen. Ich habe es noch nie selber gemacht. Ich habe auch Yades noch nie besiegt. Aber das soll ich vielleicht in Final Fantasy 9 ansprechen und nicht hier. Ja, ansonsten eventuell schlechte Nachricht. Greift mich da noch was an? Was soll's? Nein, ich hatte überlegt, ob ich mit meinem Blitzspeer da ein wenig rumschießen soll, um vielleicht irgendwie mit einem Glückstreffer zu treffen. Aber nein, das ist mir... Wieso triffst du nicht? So, geht doch. Umfallen. Dankeschön. Schlechte Nachrichten, bevor diese Folge zu Ende ist und ich es noch nicht ausgesprochen habe. Eventuell werde ich morgen und übermorgen nicht dazu kommen. Ja, komm, lauf du. Werde ich nicht dazu kommen, eine Folge zu machen. Viel zu tun diese Woche. Nicht nur arbeitmäßig, auch leider privat. Deswegen, ja, es tut mir leid. Ich werde mich drum bemühen, das zu tun, aber ich kann nicht versprechen, ob ich das hinkriegen werde. Oh, dabei habe ich doch hier meinen... Ich weiß nicht, was es tut. Ich habe eigentlich mal rechtzeitig meinen Rollangriff. Oh, ich habe noch den Schatten des Feuerballs gesehen. Was ist denn das jetzt hier gerade? Erdbebenangriff. Naja, auch egal. Ich hab Rollen benutzt, ich krieg diesen nach vorne springen Angriff irgendwie überhaupt nicht mehr hin. So, dem Typen folgen wir jetzt, bis wir alles, was hier niedergeknüppelt haben. Das könnte ich jetzt nicht tun, hätte ich die göttliche Waffe nicht. Der Typ rennt weg und ich müsste ihn umbringen, damit diese Typen hier tot bleiben. Hätte ich meine göttliche Waffe nicht. Au! Was? Wie? Wie habe ich das geblocken können? Ich habe mit dem Rücken zu dir gestanden. Oh, egal, einem geschenkten Gaul, schau mal nicht ins Maul. Den Nichtschaden, den nehme ich... komm, Glöckner. Geh du da durch die, um die Ecke. Ohne Schild ist das ja echt lästig. Ich hab's mal gemacht und es war unschön. Mich nur in ganz dicker Rüstung lang gewagt. Weil man den Skeletten so schlecht ausweichen kann. Also, wenn sie ihren Purzelbaumangriff machen, den Turnbeutelvergesser. Nein! Hui! Bitte wieder hoch! Danke.
Und ich verfehle ja sicher. Verfehle hier. Danke. Mit Sicherheit auch so ziemlich alle Schätze. Okay. Hau ihn! Hau ihn tot! Hahaha! Oh! Oh, was zum. Nein, er lebt ja noch! Scheiße, jetzt darf ich den ganzen Scheiß hier wieder zurücklaufen, oder? Gibt's da was? Kacke. Egal, dies machen wir noch. Ich hatte überlegt, gehst du noch bis zum zweiten Leuchtfeuer, aber nein, ich glaube, die Folge ist dann schon lang genug. Autsch! Oh, mein das Schild hier blockt hier. Der Schild! Ah! Oh, jetzt sind wir tot. Sehr gut. Was ist denn der andere Typ? Hä? Was um? Ach, hab ich dich doch nicht erlegt, oder? Ach Gott, heute fehlt mir irgendwie sehr jeglicher Überblick. So, und der andere Typ ist mir irgendwo hingefolgt, nur nicht dahin, wo ich bin. Na egal, was soll's. So, noch irgendwas finden. Moment, das hatten wir mitgenommen. Ja, das hatten wir mitgenommen. Ansonsten habe ich halt irgendwas über. Moment, hier gab's noch diese Luzerne, oder wie es hieß, oder? Gab's doch noch irgendeine Waffe, die ich nicht brauche. Ich hätte überlegt, hä? War das ein Hammer? Ich kenne diese Waffe auch nur von der Grafik. Also von der Bild... nicht Bildschirmgrafik. Von der Inventargrafik. Oh, das könnte ein Hammer sein. Wie der Rabenschnabel aus DSA. Aber nein, hier scheint er nicht zu sein. Vielleicht soll ich den Abschnitt tatsächlich... Oh, Moment, hier könnte es gewesen sein. So, ah, hier ist es. Der Falkenschnabel. Und, Wächter. Aua! Moment. Ah ja, ich frage mich gerade, warum zum Teufel werde ich nicht gestaggert? Aber es ist ganz einfach. So, oh, ich kriege ihn hin. Den vor vorne Sprengangriff. Sehr gut. Ja, es ist ganz einfach. Ich trage den Wolfsring. Das vergesse ich die ganze Zeit. Gut. Ich hätte auch gerade keinen Platz für einen anderen Ring. Also auch nicht für den Ausdauerring. Weil ich einmal den Havelsring benutze. Und ich möchte den gerne weiter benutzen. Und den Wolfsring auch dazu benutze. Und da macht der Ausdauerring nicht so wirklich viel Sinn. Doch wohin uns dieser Weg hier führt, das erfahren wir. Scheiß. Beim nächsten Mal von Let's Play Dark Souls. Ich hoffe und freue mich auf die nächste Folge. Und ich hoffe natürlich, dass sie kommt. So, ciao.